So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play SmackDown vs. Raw 2006 und somit auch gleichzeitig zur letzten Ausgabe von diesem Let's Play. Ja, wir haben uns ja entschieden, dass wir der ECW beitreten, haben jetzt ein Tag Team Match gewonnen mit AWD an der Seite und jetzt gibt's eine Cutscene und wir wissen nicht ganz, was auf uns zukommt und was wir erwarten dürfen, aber wir werden es gleich erfahren. Viel Spaß bei der letzten Ausgabe. So, und jetzt? Oh! No chance! Vince McMahon, was will er denn? Will er uns jetzt etwas sagen, dass wir dort antreten müssen oder so? If I was standing idly by and let some sort of ECW insurgents affect WrestleMania's main event this summer, I don't care if you two are partners or not. You're still the champion and the number one contender. Super. So this Sunday at WrestleMania, I guarantee the two of you are going to put each other through hell for that title. And by God, I mean the WWE title, not the ECW title, just as planned. Und was für ein Match oder wie? You've got to be kidding, Vince. You can't tell ECW what to do. There's no way the two of us are gonna fight each other just because you told us to. Maybe you're right. Maybe I can't tell ECW what to do. Rob? What? Okay, now I'm confused. Whose side is RVD on anyway? Lol. Excellent work, Rob. You know, I really gotta hand it to you. When you first started up with this ECW nonsense, I didn't think you'd actually listen to reason. Well, let's face it, Mr. McMahon, money talks. And you've got the volume turned way up, dude. Plus, you're right. Mr. Thursday Night's just too big a star for ECW. Okay, jetzt spinnt er rum. The only brand that can handle the whole damn show. And this Sunday at WrestleMania, I'm going to remind everyone why I'm called Mr. Pay-Per-View when I defend this WWE title in a hardcore match. So we're cool then? Mr. McMahon, dude. Everything's cool when you're Rob Van Dam. Und trotzdem chatten sie alle. Super! Sag noch, sagt ihr noch was? Anscheinend nicht. Was ein Twist! Ach, was will man machen, was? Gut. Dann geht's jetzt gleich los mit dem letzten Match. Und das wird das letzte Match sein für das gesamte Let's Play. Deswegen machen wir weiter. Ein Hardcore-Match. Rob Van Dam vs. J.B. Layfield. John Bradshaw Layfield in einem Hardcore-Single-Match. Wer hat denn alles gewonnen? Eddie Guerrero hat gewonnen. Chris Benoit gegen Orlando Jordan gewonnen. Klar. Kein Titel um nix. Entrance on. Super, play. Und dann, da sehen wir auch nochmal JBL's Ladescreen. Wunderbar. Und dann werden wir noch ein paar Cutscenes jetzt serviert bekommen, oder wie darf ich mir das vorstellen? Once again, welcome to WrestleMania, the grandest stage of them all. And here we go, with our SmackDown Main Event, a hardcore match for the WWE title. There's a lot on the line here tonight, Cole. ECW and SmackDown are locked in a struggle for survival. And this is going to be the deciding battle, and I can't wait. I guess we know where you stand. Yeah, partner? I'll tell you, Cole, people keep jumping back and forth so much, I can't even keep track who's with who. Either way, I'm happy. I'm cool. I just want to see a rocket buster of a title match. Ja, jetzt sind wir immer noch für ECW, oder wie ist das? So, ja, weil Rob Van Dam ist ja im Prinzip geturnt. Oder
ECW hat einfach bloß so diese Revolution da, hat er ja im Prinzip bloß so veranstaltet wegen dem Geld von Mr. McMahon oder wie wir das jetzt vorstellen. Dam, dam. So, jetzt sehen wir auch noch den Entrance von Mr. Pay-Per-View. And here comes RVD, the WWE Champion. But will he remain the champion after tonight? Ich weiß nicht. Opponent would object you calling RVD the WWE Champion. But you know what? Ah, steht kein ECW mehr drauf. Hope of you ever seeing the light. So forget about it. Super, einsam. Okay. Oh, hat sich aber schnell gedreht. So. Hey, ist cool. So, jetzt machen wir hin mit dem Entrance. Ich wollte ja eigentlich alle beide Entrances laufen lassen, habe ich auch getan. Und dann geht es jetzt auch los mit dem letzten Match. Dieses Let's Plays. Clean, dirty, finishing moves. I don't give a crap. Okay, continue. Und das letzte Match beginnt. Oh, fast die falschen gleich wieder. It's a hardcore match. Da. Oh, so hardcore. Mit Countout? Anscheinend nicht. Na komm. Mir juckt das Auge. Okay, na komm und BAM und fress. Nein. Schade. Die kann ich leider nicht. Na super. Zack. Na, steh auf. So. Moment. Und weiter geht's. Zack. Nochmal auf die Fresse. Gibt hier ordentlich auf die Fresse. Das AVD auch verdient hier mit seinen Mindgames, die er mit uns gespielt hat. Wir quälen ihn jetzt richtig. Hat er echt nicht anders verdient. Boom. Oh. Da war gar kein Ton. Ach, ist egal. Zack. Okay, das war's erstmal. Ist False Count Anywhere? Weiß ich nicht. Zweiter Elbow Drop. Er umarmt ihn ja im Prinzip. Wenn man sich das so anguckt. So. Und. One, two. Tatsächlich. False Count Anywhere. Wo ist denn der Schiri? Hoppa. Er bleibt einfach da. Gut. Ich muss mich erstmal ausruhen. We want tables. Ich hole gleich die Tables. Wo sind die denn? Da ist so. Pff, weg mit dem Scheiß. Hä, wie kann ich denn damit werfen eigentlich? Wie werfe ich mit dem Scheiß? Kann ich gar nicht mehr werfen damit? Krieg bloß so. Oh, ist ja langweilig. Da ist wieder der falsche Titel. Komm her. Zack! Zack! Und nochmal rauf! Was ein technisch versiertes Match. Ich möchte einen Tisch haben. Wo kriege ich die her? Ansonsten muss ich die Kommentatorentische nehmen oder was? Was? Boah! Stacheldraht! Take this and. Na! Ah, was ein Battle! Für die WWE Championship. Musik ist kacke. Na! Ich möchte Tische haben! Versteht er das nicht? Was ist denn ein Hardcore-Match ohne Tische? Oder was sagt ihr? Was gehört für euch zu einem richtigen Hardcore-Match dazu? Schreibt's in die Kommentare! So, ich möchte jetzt einen Tisch haben. Geht das? Stuhl! Schon wieder! Barbed Wire gegen Barbed Wire. Jawoll! Hau nochmal rauf! Bam! Wie ein Baseballschläger! Und jetzt ist das Ding kaputt. Oh, klauen wir uns einfach von dem. Oh oh.
Zack. Lass mich in Ruhe. Ich möchte immer noch einen Tisch haben. Tischi. Hier gibt anscheinend nur Barbed Wire. Der ganze Ring Apron ist voll mit Barbed Wire, oder? Unter Ring Apron befindet sich nur Barbed Wire. So ist das in der WWE. Wurde doch gar nicht so oft benutzt in den Matchen damals. Ich weiß, Mick Foley hat das öfters mal benutzt. Oder als er seinen kurzen Run da hatte mit Randy Orton da. In diesem Hardcore-Match, da hatte er sowas auf jeden Fall benutzt. Das weiß ich. So, langsam kann ich den Sack hier auch mal zumachen, würde ich sagen. Mit einem guten alten Spear. Aber erst will ich nochmal die Tische hier zerbrechen. Ne. Ne. Ah, blutet ja auch schon, ne? Er pinnt mich, klar! Fast bis eins. Nein. Zack. Und? Ja, so zerbrechen Tische heutzutage. So zerbrechen Tische. Bäh. Man schuld trinken. Mein Hals ist schon voll rau. Und jetzt geht's nochmal ab auf den anderen Tisch. Was zeigen wir da Schönes? Ich weiß es noch nicht so. Genau. So, ich hätte schon das Bier zeigen können. Ins Nichts sozusagen. Nein. Ja, klar, close line. Komm jetzt her. Pin! Nein, noch nicht. Hat nur gar kein Finisher gezeigt. Ja. Nein, das will ich so nicht. So, jetzt. Whip. 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 Geht doch. Oder ich zeige einen Backstabber durch den Tisch. Oh. Mann, was soll denn das immer? Komm jetzt hoch hier. Komm jetzt hoch. So, oh, jetzt bleibt er auch nicht. Mann. Ist mir auch egal, komm jetzt hoch. Zack. Hat auch nicht funktioniert, klar, warum nicht? Oder warum auch? Jetzt ist mir egal. Scheiß auf den Tisch. Komm her hier. Komm her hier. Komm her, ich zeig den Spear. Spear! Ja, hat funktioniert. Jawoll! So. Das mach ich mit Whippen und so. Und Zeugs. Jetzt! Oh! Mann! Soll denn der Scheiß immer? Fick dich! Jetzt zeig ich halt ein Spear aus Bestand oder was ich. Muss ich nochmal finishen hier? Erhaschen! So. AVD da liegt richtig flach. Literally. Mach doch mal einen Grapple. Ja. So, erstmal kurz Stamina. Speed! Ey, jetzt gebe ich es auf. Wirklich. Eigentlich wollte ich ja schon vorher aufgeben. Der kann das nicht sein lassen, ne? Klar. Ah, ich bin ja Face gerade, ne? Ich bin ja Face gerade. Dann kann ich euch. Jetzt ist doch mal gut hier. Jetzt! Kann ich einfach auf ihn rausspringen, dann habe ich Unfinisher. Oder auch nicht. Warum auch? Warum auch? Erklär mir doch warum. Warum sollte das funktionieren? So, jetzt spring noch mal. Geht doch. So. So, Spear! Und Pin. One, two, three! Nach 8 Minuten 17! So. Letzte Cutscene? Oder wie läuft das hier?
Hulk Hogan nochmal zum Abschluss. Warten. Ende. ECW has beaten SmackDown. Ach, wir repräsentieren doch ECW. I knew he could do it, and that's saying something. Oh, nicht mal. ECW Grand Champion like myself. Das schreiben wir da ECW drauf, ja? Wunderschön. This is just too much. Hey, the ECW title is back. And I don't think even Mr. McMahon's gonna be able to buy himself out of this one. No, this can't be happening. Was, coast to coast? Oh, looks like the champ is taking. Nein, nicht coast to coast hier. Ja, wie hieß der denn nochmal bei RVD? Van Terminator. Vielen Dank, Michael Cole. What a night and what a WrestleMania. No, Cole, I know you're not too happy about it, but this one is for the books. ECW is back, baby, and SmackDown may never ever be the same. Never ever again. Ach nee, war ja ein anderer. Das war's, Leute. Credits? Credits? Da sind sie. Gut, Leute. Das war's dann, würde ich sagen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, euch hat es auch etwas Spaß gemacht, beim Let's Play hier zuzugucken. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Let's Play fandet, was ihr am besten fandet, was ihr am schlechtesten fandet. Ob ihr die Season mit Maschi oder die Seasons mit Maschi oder die Season mit JBL besser fandet. Und sonstiges, ne? Gut, da sehen wir die Credits, die werde ich nicht durchlaufen lassen, wie immer. Ja, nee, ja. Also ich werde die jetzt bis zum Ende durchlaufen lassen, weil das dauert ja eine ganze Weile. Und wir sehen, dass es dann eine ganze Menge Leute mit den Superstar-Models beschäftigt. Hm, wunderbar. Gut, Leute, das war's. Hat mich sehr gefreut. Gut, einen schönen Abend noch oder schönen Tag. Have a nice day, würde Mick Foley sagen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Zockt, heiße ich. Und haut rein. Wiedersehen und tschüss.